Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt habe ich ihn. Ein Igel auf der Jagd. Psst, ich mache Tonaufnahmen für mein Geräuscharchiv. Und jetzt nachts gibt es ja ganz besondere Geräusche. Ja, ja. Habt ihr gehört? Ein Kreuzchen. Ja. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Da kam noch so was Großes, Dunkles geflogen von da drüben und dann rüber zum Nachbarn. Aber seltsam, ich habe nichts gehört. Was immer das war, das muss doch ein Geräusch gemacht haben. Ist hier vielleicht was drauf? Nee, seltsam. Herr Lustig! Herr Lustig! Herr Lustig! Psst! Hier oben bin ich. Was ist denn los? Da ist was an mein Fenster gerumst. Was? Wenn ich das wüsste. Erst ein dumpfer Schlag, als hätte jemand was dagegen geworfen. Und dann dieses Geraschel. Geraschel? Ich natürlich sofort raus mit der Taschenlampe. Und dann habe ich es gesehen. Dunkelbraun, wie es ins Gebüsch gehuscht ist. Und dann hat es geheult. Geheult? Und wie ich es anleuchte, da drehte es sich um. Was? Es hatte orangefarbene Augen und Hörner auf dem Kopf. Mir ist vor Schreck die Taschenlampe aus der Hand gefallen. Na, da war es vielleicht ein Luchs oder eine Wildkatze. Nein, Herr Lustig, eine Katze war das nicht. Es ging auf zwei Beinen wie ein Pinguin, etwa so groß. Ja, ja. Das muss ein Kobold gewesen sein. Ein Kobold? Gibt's doch nur ein Märchen. Aber nein, Herr Lustig. Die Sophie, die Wahrsagerin, die drüben am Bahngleis wohnt. Ja. Wissen Sie, was die gesagt hat? Nee. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie wieder im Anmarsch sind. Wer? Die Kobolde? Hm? Oh. Ist doch ein Märchen, das ist Aberglaube. Nein, Herr Lustig, ich hab's doch gehört. Die heulen, dass es einem kalt den Rücken runterläuft. Bubu! Bubu! Moment. Nochmal. Bubu! Bubu! Herr Lustig, ja? Sie müssen mir helfen. Kommen Sie mit. Sicher sitzt er noch da und lauert auf mich. Bitte, kommen Sie.